So Leute, willkommen zurück zu Let's Play Super Mario 3D Land. Beim letzten Mal haben wir Welt 8 eigentlich soweit abgeschlossen, stehen jetzt hier vor Welt 8 Bowser, weil alle anderen Namen wären nicht episch genug für dieses Level. Und haben noch sämtliche, ja, wie gesagt, haben im letzten Mal halt noch sämtliche Goldflaggen geholt. War nur noch eine, die wir nachholen mussten. Sind jetzt mit allen Starcoins hier und müssen Bowser nur noch aufs Maul geben. Mit 90 Starcoins natürlich erstmal, die wir gerade so aufbringen können, das Level eröffnen. Und ja, so einfach geht das. Rein da. Rein da und auf ins letzte Level. Kann das sein? Kann das letzte Level sein? Ach, ich weiß ja nicht. Okay, das sämtliche Andeutungen, die einfach mal vollkommen blöd sind, einfach mal aus und mach einfach weiter. Hallo Kamek, beziehungsweise Magic Cooper. Tschüss. Ich glaube, Kamek ist echt nur ein bestimmter Magic Cooper. Ich meine weiblich. Bin mir nicht ganz sicher. Es klang jetzt gerade nicht so, wie ich es eigentlich gemeint habe. Es klang sowieso in die Richtung, so ist weiblich, ist voll scheiße. Aber das wollte ich damit doch gar nicht sagen. Frauen sind genauso cool wie Männer. Geht sie mal weg. Starcoin. Oh. das hat mich gerade irritiert. Warum gehst du so weit runter? Kennt ihr das, wenn ihr was sagen wollt und ihr wollt zwei Sachen gleichzeitig sagen und es kommt nur Scheiße bei raus? Das hatte ich gerade schon wieder. Das ist so häufig bei mir. Ist mittlerweile schon zur Gewohnheit geworden. Halbwegs. Wo? Was war das gerade? Er ist umgelaufen. Und ich weiß nicht warum, aber in Ordnung. Er lief oben lang und warum auch immer die jetzt sich direkt wieder wegteleportiert haben. Boah, das war knapp. Und das war etwas zu schnell. Mario, deine Luftsteuerung musst du echt nochmal überdenken. Au. Drecksack. Geh weg. Naja, okay. Fast, ne? Ich meine, man kann ja nicht alles haben. Wow. Bisschen Speedrun hier, ne? Die Speedrun-Skills werden ausgepackt und ich treffe diese blöde Säule nicht. Wow. Was habe ich in den letzten 10 Minuten gemacht, dass ich auf einmal nicht mehr spielen kann? Geh weg. Ich will nichts von dir. Auch wenn du weiblich bist, will ich nichts von dir. Das ist mir vollkommen Banane. Juhu. Und ich springe natürlich voll in den Spark. Wie heißen die nochmal eigentlich? Geh weg. Ich habe vergessen, wie sie heißen. Irgendwie so Spark, irgendwie sowas habe ich im Kopf, aber ich weiß nicht, ob das stimmt. Dass Mario nicht anfängt zu schwitzen, ist ein Wunder. Das, wow, sollte außerdem in die Hose gehen. War zumindest irgendwie so. Was machst du eigentlich, Mario? Laufen und springen, nicht in die Lava springen, also, oder fallen. Wäre empfehlenswert, geh weg. So, jetzt bist du nicht in den nächstgelegenen Gegner springen, das wäre auch toll. Wow, 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 ich rutsche ab. Und vor allem nicht in die Lava, weil Lava halt wirklich so Instant KO ist und da habe ich nicht so wirklich Bock drauf. Gehst du weg? Dankeschön. Yes! Reicht außerdem, glaube ich, nicht, dass man da über die Säulen drüber springen kann, weil nee, ich würde es zumindest nicht riskieren. Und jetzt bitte ohne Lava-Kontakt, das wäre sehr, sehr schön. Auch wenn du dein Lava brauchst, Mario, aber Lava braucht es echt nicht. Der Witz war außerdem grauenvoll. Bah. Knapp. Ach ja, ich bräuchte so einen Instant-Button. Ich bräuchte die Kates. Muah. Sie lache. Das wäre so gut. Ich bekomme hier wahrscheinlich irgendwo eine Boomerang-Pflanze. Das wäre sehr nett, weil ich würde gern da rankommen, ohne mich dabei umzubringen. Das wäre voll freundlich. Dankeschön. Wow, ich bin gerade auf den Boomerang draufgesprungen. Nice. Bitter wäre es natürlich, wenn man den Boomerang genau dann besiegt. Wenn man gerade, wenn er gerade über die Lava springt, das wäre natürlich eher ungünstig. Da ist ein Ziel. Hätte ich niemals erwartet. Und da irgendwo sind Toads, oder? Oh mein Gott, nein Gott, das ist leer. Warum ist es leer? Das ist die letzte Starcoin, sehe ich gerade. Gut, nehmen wir. Yay, oh Gott, mehr Magic Cooper. Ne, den anderen lassen. Genau, Spawn in mir ist immer eine gute Idee. Ich hasse das, wenn Gegner in mir spawnen. Ich glaube, es mag keiner so wirklich. Oh mein Gott, das ist diesmal der echte Bowser. Beziehungsweise er hat. Vielleicht gibt es auch eine Bowserblume. Ich weiß ja nicht, dass sich irgendwelche Goombas in Bowser verwandeln. Das wäre ja irgendwie überhaupt nicht strange. Noch mehr von denen. Ugh. Wow, das geht außerdem. Sollte außerdem fast in die Hose gehen.
Hallo, Lava-Monster. Hallo, Feuerkugel. Ich hätte gerne mal einfach nur die Star-Coin. Wie soll ich da rankommen? So schon mal nicht. So nicht. Nein? Noobblatt darfst du bitte behalten. Dankeschön. Es kann sein, dass ich dafür den Boomerang brauche. Bin mir nicht ganz sicher. Nö. Nö. Man darf nicht vergessen, Boomerang kommt auch wieder zurück. Sagte er und wäre fast reingefallen. Reingerannt. Wow. Wie ich eiskalt hier Boomerang-Skills auspacke, beziehungsweise Skills, wie ich Boomerang ausweiche. So, gib mir mal das hier. Und jetzt am besten ohne, dass der Magic Koopa in mir spawnt. Das wäre voll freundlich. Wieso bin ich eigentlich unfähig, diesen blöden Magic Koopa auszuweichen? Kann mir das mal einer erklären? Ich probiere jetzt mal, ob ich da nochmal hinspringen kann. Kriege ich jetzt nochmal die blöde Kastin vorgeballert? Natürlich. Hallo, Bowser. Na, was geht? Brüll mich nicht an. Ja, du kannst ganz toll brüllen. Und Feuer spucken. Und ich hätte trotzdem gerne die Star Coin. Auch wenn ich befürchte, dass ich da wieder nicht rüberkomme. Nö. Einfach nö. Ich brauche den Boomerang. Beziehungsweise mit dem Tanuki vielleicht. Aber den Tanuki würde ich mir gerne aufheben für oben nachher. Und ich würde außerdem gerne mit Boomerang hinten hinkommen zu Bowser. Wenn ich mal kurz anmerken dürfte. So. One more try. Ja, so viel zum Thema Boomerang kommt zurück. Da hat einer wirklich gut aufgepasst, wie ihr merkt. Wow, aber ich springe auch immer im letzten Moment über die Boomerang noch drüber, ne? Tschüss. Aber wenigstens bekommt man instant die Boomerang-Blume und muss dafür nicht noch großer Mario sein. So. Wunderbar. Außerdem schön, dass die Farben von... Abgesehen davon, dass es halt blau ist, dass die Farben von Mario, während er den Boomerang trägt, umgekehrt sind. Nicht, dass alles weiß ist und bis auf den Streifen, der eine andere Farbe hat, sondern dass wirklich alles blau ist und dafür weiße Streifen drauf sind. Und halt, dass Boomerang-Brüder an sich normalerweise rot sind. Beziehungsweise, die Boomerang haben, glaube ich, ein rotes Bändchen drum. Das ist quasi das Eigentumsbändchen. Ja, soll es geben. Komme ich da ran von hier aus? Komme ich da ran von hier aus? Ja, komme ich. Ich würde gerne lang gehen, ohne verbrannt zu werden. Das wäre sehr nett, deswegen lass mich mal bitte da durch. Danke, Bowser. Hab dich auch lieb. Wow. Ich würde da einfach nur gerne durch. Wir haben alle Star-Coins, das ist ja schon mal ein Anfang. Das heißt, ich muss nur noch überleben. Das ist nur blöderweise einfacher gesagt als getan. Hallo. Hallo Schallwelle. Und da sieht man wieder an einem schönen Beispiel, wie Schallwellen Schaden machen können. Nö. Nö. Nee. Ich sagte nö. Ich habe keinen Bock drauf. Ich will nicht gegrillt werden. Heute ist nicht Grilltag. Wow. Genau, ja, er bleibt weg. Tschüss, Bowser. Ich habe keinen Bock auf dich. Du lernst doch nicht dazu, ne? Die Brücke geht immer noch kaputt, wenn ich auf den Schalter springe. Beziehungsweise, warum positionierst du da eigentlich so einen genialen Schalter am Ende deiner Brücke? Das ist nicht mal ansatzweise sinnvoll. Der Totenkopf ist natürlich gut. Gut, ja. Weiter. Haben wir es jetzt? Der Käfig ist irgendwie so ein bisschen leer. Ich weiß auch nicht, warum. Ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Treppe! Musik ist nicht da, dementsprechend bin ich etwas beunruhigt, muss ich sagen. Ja, seit wann kann Bowser eigentlich fliegen, möchte ich auch kurz wissen. Und ich möchte noch kurz anmerken, dass der Sprung von Mario, als er Peach entführt hat, ziemlich schlecht war. Der war so halb hoch und so halbherzig. Das geht besser, Mario. Das kannst du besser. Und wie erwartet, war es natürlich nicht das letzte Level, aber wir schließen erstmal das Level fertig ab, damit wir wenigstens zur Vollständigkeit durch sind. Mario hat keine Zeit abzudancen, er muss direkt weitergehen. Level geschafft. Kein Wahoo diesmal. Und Münzen. Jede Menge Münzen. Weiter geht's. Ich weiß nicht, kommt jetzt noch einer, zwei Level. Oh, Mario ist im Stress. Mario ist im Stress. Oh, jetzt ist es Serious Business.
Ne, es sind sogar noch zwei Level. Bowser rennt einfach mal durch die Gegend, also durch die Luft so ungefähr. Aber in Ordnung, ja, warum nicht? Kann man ja auch mitleben. Panik, Panik, Panik. Ach, ich erinnere mich an das Level. Ich weiß nicht, ob es in der... Ich spoilere einfach schon mal, dass es noch Spezialwelten gibt. Sorry für alle, die ich jetzt gespoilert haben sollte. Lebt damit. Nee, ich weiß nicht, ob es hier war oder in den Spezialwelten nachher, wo es dann, richtig eklig war, dieses Level, aber in Ordnung. Ich weiß, dass hier irgendwo eine Starcoin war, zumindest in den Spezialwelten nachher. Wenn es nicht hier war, aber ich weiß, dass es irgendwo war. Es ist nicht logisch, dass dieses Ding wieder hochrollt, möchte ich kurz anmerken. Es müsste dann sich einfach runterrollen und dann ist gut. Würdest du dich bitte weiter bewegen? Ich will doch nur an mein Ziel kommen. Ich werde alles geben, um mein Ziel zu erreichen. Ist da noch was drauf? Nee, okay. Ich hatte irgendwas mit einer Starcoin im Kopf, muss ich sagen. Dann habe ich mich getäuscht. Geh weg. Was ist in der anderen Richtung? Wahrscheinlich eine Starcoin. Zu obvious, mein Lieben. Zu obvious. Sag ich doch. Starcoin. Ihr seid einfach zu obvious, meine lieben Freunde. Way too obvious. Muss ich gucken, wie ich das jetzt regle, Zeit von der Zeit her, ob ich jetzt... Ich gucke einfach mal, wie lange wir für dieses Level brauchen. Wir sind schon wieder bei der Hälfte. Laut Flagge. Wenn wir dafür jetzt zu lange brauchen, dann machen wir im nächsten Part erst weiter. Oh, ein One-Up. Nerv nicht, Trybone. Nee, wenn wir jetzt in dem Part das, Level noch gut zeitlich hinbekommen, dann sehe ich da kein Problem. Ansonsten machen wir einfach das finale Level beim nächsten Mal. Dann ist das ein bisschen extra genommen. Dreh dich, du komischer Würfel. Komisch trifft es, glaube ich, eher als Würfel, aber in Ordnung. Tschüss. So. Irgendwo war eine blöde Starcoin, da bin ich mir ziemlich sicher. Ich weiß nicht mehr wo. Wollte ich mal kurz anmerken. Uns fehlen auch noch zwei Starcoins dementsprechend. Da ist eine. Da ist eine. Wow! Wow! Hallo! Hallo Feuer! Schön dich zu sehen. Nicht eher weniger, aber trotzdem. Wow! Das kam unerwartet. Suddenly Feuersäule. Nö, ich habe keinen Bock in die Lava zu rennen und dabei zu verrecken. Dementsprechend. Lass mich da durch! Wow! Nein, 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 nein. Schön weit außen stehen. Ich will hier nicht gegrillt werden heute. Ich habe erst gegrillt. Dementsprechend. Okay, das Ding geht unter. So, was haben wir denn da oben? Ist so logisch wie im Kreislauf. Das Ding dreht sich einfach in die andere Richtung. Das ergibt so viel Sinn. Hier war sicherlich irgendeine Starcoin. Du kannst mir nichts erzählen hier. Ich finde es schön, wie sie immer dieses Papierelement weiter beibehalten, muss ich ganz ehrlich sagen. Okay, hier ist nichts. Was aus dem sehr viel Sinn ergibt, ist, dass dieser Goomba immer wieder in die Lava eintaucht und dabei nicht verreckt. Also der Pappaufsteller Goomba. Aber in Ordnung. Irgendwo... Geh mal weg, du störst. Du störst meinen Sinn für Ästhetik. So. Gehst du mal bitte weg, Feuerrolle. Dankeschön. Ich will an sich nur die Starcoin bekommen. Mehr will ich doch gar nicht. Haben wir wenigstens hier alle. Können dann gucken, dass wir irgendwie noch ins Ziel kommen. Und vielleicht noch das letzte Level machen. Das könnte sogar schon die Zielgerade sein. Dementsprechend könnte das noch hinhauen. Dam, dam, da, dam, dam, dam. Sehr schön. Ich muss in dem ganzen Level kein einziges Power-Up bekommen. Nice! Merke man daran, dass ich immer noch mit Tanuki durch die Gegend laufe und kein Item habe. Ich weiß nicht. Es ist so schwer bei 14 Minuten. Das heißt, wir haben ja die Credits hinten dran. Das heißt, wir machen ein bisschen Panik machen dann. Langer Weg. 100 Starcoins. Ich würde sagen, damit der Part wenigstens noch mit etwas gefüllt wird. Wir machen jetzt hier an der Stelle offiziell Schluss, aber ich hole mir noch kurz ein Power-Up. Dann gehen wir mit zwei Tanukis beim nächsten Mal in das finale Level rein. Schön mit Kamerafahrt. Ja, warum auch nicht? Finde ich, hat was. Da. So, und jetzt packe ich meine Speedrun-Skills aus, hier so halb. Zwar habe ich schon verkackt, weil ich am Anfang irgendwo gebraucht habe, aber egal. Ich meine, das ist ja nicht wichtig. Das hätte fast funktioniert, aber ich war, glaube ich, gut dran. So, darüber. Ich weiß nicht, ob das der ideale Speedrun-Weg wäre, aber... Aber ich kann den Mega-Goomba erstmal umhauen. Warum auch nicht? So, zack, zack. Ja, es reicht auf jeden Fall nicht, um meinen Speedrun-Rekord in Anführungszeichen zu toppen. Ich glaube, 35 Sekunden oder so, aber... Boah.
Das macht man halt, wenn man Langeweile hat und wenn der Capture Card Aufnahmetests macht. Ja, man, das genau das macht man halt. Man rennt 15 Mal durch dieses Level, bis man irgendwann eine gute Bestzeit hat. Wobei es sicherlich bessere gibt. Ja, danke. Ich weiß, dass ich eine Pause machen darf. Aber wir wollen erstmal wieder zu Bowser hinter. Das heißt, warten. Bis wir weit genug gelaufen sind. Und weiter geht's. Es zählt noch Alfeld 8, aber wir müssen es nochmal neu laden. Aber ich finde es so krass, wie groß diese Burg ist. Gut, Leute, dann würde ich an der Stelle sagen, das war's von meiner Seite aus für heute. Ein bisschen kürzer heute, aber das wird euch sicherlich nicht umbringen. Beim nächsten Mal geht's dann an das Grande Finale der normalen Welten. Aber das Grande Finale des Spiels eigentlich, das ist dann sich das offizielle Finale für mich. Bäh. Gut. Ja. Dementsprechend würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Vorher frage ich natürlich noch das Typische. Hat es euch soweit gefallen? Wenn ja, was? Beziehungsweise was nicht, wenn es euch nicht gefallen hat. Und ich hoffe, es hat euch soweit gefallen. Bedanke mich fürs Zuschauen. Genau, ich muss doch kurz überlegen, was mein Standardspruch ist. Und wir sehen uns beim nächsten Mal bei Let's Play Super Mario 3D World Land. Fast da dran, aber egal. Bis zum nächsten Mal und ciao, Leute.